Der SV Waldhof Mannheim kann mit einem Sieg gegen Lübeck einen Riesenschritt in Richtung Klassenverbleib machen. Und bevor auf dem Platz die Funken fliegen, sorgen Menschen außerhalb des Stadions für das erste Feuerwerk. Mannheim in Blau-Schwarz holte aus den vergangenen beiden Spielen 4 Punkte. Ein Aufwärtstrend ist erkennbar. Dominik Martinovic mit dem ersten Abschluss der Partie. Er traf ja vor einer Woche beim 1:1 in Duisburg. Noch immer die Anfangsminuten. Lübeck sucht zum ersten Mal den Weg nach vorne. Ziemliches Gewurstel. Die Gäste bleiben in Ballbesitz. Das ist Ersin Sehir. Rums 0:1. 6. Saisontor von ihm, begünstigt durch das halbherzige Abwehrverhalten des SV Waldhof. Der Zugriff fehlt in dieser Szene komplett. Ramay dann mit einer simplen Finte gegen Marx. Und dann hat Keeper Königsmann auch noch Pech, dass ihm der Ball vom Pfosten an den Hinterkopf prallt und von dort ins Tor plumpst. Der Tabellenvorletzte führt nach 6 Minuten in Mannheim. Die Norddeutschen können mit einem Dreier bis auf einen Punkt an die Nicht-Abstiegsplätze heranrutschen. Und die Chancen dafür, die sind da. Ramay kann den Patzer von Verlat nicht nutzen. Der SV Waldhof in Sachen Konzentration noch nicht ganz drin im Spiel. Knappe 20 Minuten dann gespielt. Garcia auf Jastrzemski, er und Donkor neu in der Startelf. Jastrzemski, gefährlich. Marx macht das Ding nochmal scharf. 1:1. Dominik Martinovic ist der Torschütze. 10. Saisontreffer für den Angreifer, der von den starken Aktionen seiner Mitspieler profitiert. Erst Jastrzemski, dann Marx. Und wie er den dann verwandelt, ist Extraklasse von Dominik Martinovic. Nur 2 Minuten später. Wieder Dennis Jastrzemski. Schöner Doppelpass mit Martinovic und dann geht's gegen 1, 2, 3, 4, ganz viele. Jastrzemski 2:1. Die Leihgabe von der Hertha macht ein super Spiel und belohnt sich mit dem ersten Treffer für den SV Waldhof Mannheim. Aber was bitte macht da die Abwehr des VfB Lübeck? Boland, Sehir, Malone, alle viel zu passiv. Und auch Räder im Lübecker Tor sieht nicht sonderlich gut aus. Der Ball schlägt im kurzen Eck ein. Spiel gedreht. Nach schleppender Anfangsphase kommt das Team von Trainer Patrick Löckner richtig in Fahrt und kontrolliert das Spiel. Dann die 43. Minute. Zweikampf zwischen Kostli und Boland. Schiedsrichter Müller steht direkt daneben und sagt Strafstoß. Wir schauen hin und sehen, dass Boland den Arm ausfährt und so den Ball spielt. Das Regelwerk sagt, das ist ein Elfmeter. Dominik Martinovic mit der Chance zum 3:1. Martinovic hatte 8 Spiele lang nicht getroffen. In Duisburg beendete er die Flaute und heute schnürt er in nur 45 Minuten einen Doppelpack. Dominik Martinovic, der Mann der ersten Hälfte. Lübeck-Trainer Landal hatte schon vor der Pause Chana für Ramay gebracht. Es bleibt noch die zweite Hälfte für ein mögliches Comeback seines Teams. Aber dafür muss auch offensiv wieder mehr kommen. Seh hier, das Bemühen ist da. Eine Stunde ist rum. Der Tabellenvorletzte haut sich rein, lässt sich nicht hängen und erarbeitet sich Tormöglichkeiten. Jannik Deichmann, die anschließende Ecke, bringt keine Gefahr. Und apropos Gefahr, Mannheim steht zwar tiefer, macht nicht mehr allzu viel nach vorne, aber wenn, dann brennt's im Lübecker Strafraum. Toller Lauf von Donkor. Und Martinovic scheitert an Rädern. Lübeck hat sich stabilisiert, aber diesen Dominik Martinovic kriegt der VfB nicht unter Kontrolle. Dennoch ist der VfB Lübeck das aktivere Team im zweiten Durchgang. Das Problem, die Zeit verrinnt und die Gäste finden einfach nicht die entscheidende Lücke. Marvin Thiel. Nach zuvor 5 Spielen ohne Niederlage droht ein Rückschlag im Kampf um den Klassenverbleib. Die letzten 10 Minuten laufen. Eckball Lübeck. Sehir. Und da ist Malone. Der Anschluss.
Nur noch 3:2 für Mannheim, weil Ryan Malone energischer zum Ball geht als Anton Doncor. Und noch sind etwas mehr als 7 Minuten zu spielen. Auf einmal ist hier wieder richtig Dampf und Spannung drin. Der SV Waldhof muss selbst wieder aktiver werden. Josef Boyamba, für Jastrzębski gekommen, verpasst das 4:2. Josef Boyamba hat die letzte große Szene einer unterhaltsamen Partie. Mannheim schlägt Lübeck mit 3:2 und hat nun 8 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.